So, wie geht's weiter? Also, es sind immer so wie so Tagebücher. Ich habe mir gedacht, ich baue jetzt erstmal Gemüse dahin. Das heißt jetzt, ist das jetzt weg? Achso, da müsste Samen. Okay, ich wollte jetzt also wie soll das sein, so einen modernen Bauernhof bauen. Ich weiß nicht, ob die das jetzt, die haben ja genug Essen. Ich weiß ja nicht, wenn ich das jetzt hier die Häuser umbaue, nach dahin und dann so das Essen entferne, ob sie sich dann da hinten bedienen, das weiß ich noch nicht. Also das sind auch für mich alles so neue Sachen. Für diejenigen, die das wissen, können unterschreiben, ja, das kannst du machen oder du musst das und das machen. Das weiß ich ja alles nicht. Wir testen das. Ist genauso mit den Einpflanzen von den Samen. Das habe ich auch noch nie gemacht und das habe ich mir angeeignet. So, als erstes habe ich mir gedacht, wir machen erstmal Quadrate, also beziehungsweise Rechtecke und dann nehme ich noch hier zwei. Lasse ich frei und dann mache ich wieder hier 1, 2, 3, 4, 5, 6. Warte mal, wie viel habe ich denn genommen? 6? 1, 2, 3, 4, 5, 7. 7. Okay, 7 habe ich genommen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Und dann waren das 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So, dann machen wir so ein Rechteck. Ich meine, ihr könnt das auch anders bauen, ne? Ich meine, das ist jetzt, was ich jetzt baue. Ich baue so ein kleines modernes Bauernhof oder so. Ich weiß ja noch nicht, wie ich das umdekorieren möchte. Dass das vielleicht so ein Freiland Einkaufszentrum ist, wo die sich bedienen können und so. Das wird jetzt erstmal das Grundgerüst wieder, wo ich erstmal noch so erstmal gucke, ob das so alles so funktioniert. Und dann bauen wir drumherum noch so ein bisschen Schickele. Also zwei mache ich, drei mache ich. Das ist eine ganze Plantage, ne? Soll ich hier oben, weiß ich nicht, ob ich das da oben noch dahin mache. So oder nicht. Ich überlege, ob ich jetzt hier oben noch eine Reihe hinnudle oder daneben noch einmal eine Reihe hinbaue. Ich weiß ja gar nicht, gehen die so weit hoch? Das weiß ich auch nicht. Und, oder daneben mache. Boah, das ist eine gute Frage, denn man muss mal erst mal wissen, wie man das Haus bzw. die Stadt bauen möchte. Ich werde die Häuser ja nach und nach demontieren oder umbauen, je nachdem. Was mir so am besten gefällt. Achso, das habe ich noch gar nicht gezeigt. Hier ist, habe ich einen Swimmingpool und so hingemacht. Da in den Garten hinten ein bisschen, ne? Also bis jetzt wohnt hier noch keiner drin, ne? Aber es sind welche dazugekommen, hier die Weißen. Es haben ja alle so eine Bedeutung. Das gibt es ja Schmiede und Fleischer. Ich glaube, da müssen wir. Als nächstes bauen wir so einen kleinen Bauernhof, wo Tiere sind. Ich weiß nicht, ob. Ich muss erstmal selber zusehen, wie die dann ihre Arbeiten selber verrichten, ne? Das ist ja für mich auch das erste Mal. So. Was jetzt gesagt? So, Rechteck. So, jetzt habe ich hier Erde, kommt hier rein. Zweimal. Dann kommt hier Wasser rein und dann nochmal zweimal Erde. So. Also Wasser machen wir dann in einen anderen. So ein Steinformat. Jetzt mache ich jetzt erstmal hier zwei. Zwei Reihen erstmal Wasser. Und zwei Reihen Erde. So, und dann könnt ihr rein schnippeln. Entweder noch daneben oder da oben drüber noch einen hinmachen. Und wie das überhaupt ist mit den, wie holen die sich das Essen? Wenn ich das da hinten wegbaue, holen sich das Essen von hier? Das weiß ich auch noch nicht. Das muss ich alles so noch abchecken, ne? So wie ich dann auch erfahren habe, dass ich dann, eine Tür bauen muss, darüber eine, wie heißt es? Ein Block und dann zählt das als Haus. Das habe ich mir auch selber rausgesucht. Und für diejenigen, die das ja schon gemacht haben oder was sich damit auskennen, können mir das gerne schreiben, wie das dann so läuft. Ob die sich das Essen selber holen, wenn ich das dann da hinten wegnehme oder. Das weiß ich nicht. Ne? Das testen wir, das probieren wir aus. Ich mache aber jetzt erstmal hier diese Freiland-Selbstbedienungsanlage. So, jetzt haben wir das hier so, so, so. Jetzt mache ich hier eine Treppe hin. Dann einmal hier so rum, damit es ein bisschen schickele ist. So, zack. Und dann würde ich sagen, machen wir jetzt erstmal hier so einen Gehweg. Was machen wir denn aus Holz oder aus Steine? Das könnt ihr ja auch machen, wie ihr wollt. Ist ja sowieso nur so. Ihr seht ja zu, wie ich die Stadt vergrößere. Und manche Gebäude zeige ich euch dann auch so. Dann könnt ihr die entweder nachbauen oder ihr seht das auch einfach nur so zu, wie die Stadt immer größer wird, ne? So, was wollte ich jetzt nehmen? Holz wollte ich nehmen, ne? Warte mal. Wollen wir Holz? Hier ist Holz, da ist Holz. Grau oder dieses Truppenholz? Oder dieses helle abgezogene Holz, Birkenholz. So, ich nehme, wir entscheiden uns für
Eichenholz. Eichenholz. Einmal gucken, wie es aussieht. Ja, das nehmen wir jetzt. So, einmal Eichenholz in diese Richtung. Das ist immer, wenn man jetzt so baut. Also, wenn man das ganz schnell macht, dann macht er auf einmal auf eine Richtung. In eine Richtung. So wie jetzt hier. Dann macht er in der Richtung. Und wenn er dann lang zieht, dann macht er so die Fasern in einer anderen Richtung. Dann müsst ihr euch entscheiden, welche Richtung ihr benutzt. Ne? So, hier machen wir jetzt hier. So ist ein Gehweg, da ist ein Gehweg. Dann machen wir hier noch wieder Stufe hin. So, dann könnt ihr hier erstmal hinlaufen. Sich die Sachen holen. Okay. So, jetzt müssen wir jetzt hier noch was einpflanzen. Das heißt jetzt, was machen wir hier oben hin? Gemüse, ne? Also hier unten habe ich hier, glaube ich, irgendwelche Samen. Ich weiß nicht, was das sein soll. So, also wir nehmen jetzt erstmal hier das Wichtigste, Wasser. Wasser, dann brauchen wir so eine Hake. Dann nehmen wir so eine, ist egal was für eine Hake, ne? Wir nehmen diese Hake. Und dann nehmen wir noch, jetzt müssen wir so Samen finden, ne? So Getreide und so, da, hier, Getreide. Ah ne, das ist alles schon fertig, ne? Wo sind denn die Samen? Warte mal, jetzt muss ich selber mal gucken, was ist. Unter Gemüse oder so? Das ist Blumen. Das ist Zuckerrohr. Okay, Zuckerrohr. Braucht man das auch? Nein, eigentlich nicht, ne? Da gibt es ja nichts von. Was ist? Ah, hier, Samen. So, jetzt haben wir hier Samen. Jetzt haben wir einmal Kürbiskernsamen, Melonenkerne, rote Beetesamen. Getreide, Weizen. So, wo sind die Getreide und die Weizen? Das ist Setzlinge. Das ist Samen. Allgemein Samen, ich schätze mal, oder? Samen. Ich mache jetzt Samen, also ich schätze mal, das ist Getreide. Und dann haben wir hier rote Beete. Melonen. Komm, wir machen ein paar Melonen und ein paar Kürbisse. Das gibt es ja da hinten noch gar nicht, habe ich gesehen. Die haben alles so Getreide und so. Warte mal, wir machen hier oben richtig Gemüse und hier unten machen wir Getreide. So, warte mal, was wollte ich jetzt machen? Wasser wollte ich haben, ne? Habe ich Wasser? Was habe ich denn weggemacht? Die Hake. Und das Wasser habe ich weggemacht. So, warte mal, jetzt haben wir das. Wasser ist hier. Klatsch. Und jetzt brauchen wir die Hake. So, da ist die Hake. Nehmen wir diese Hake. Verbinden, so, fertig. So, und jetzt müssen wir das haken. Einmal schön haken, dann wird das so die Erde bearbeitet, sozusagen. Und dann können wir die Samen da drauf machen. Und dann wachsen die immer wieder von selber, ne? So, jetzt haben wir hier Wasser. Patsch. Ah, ne, hier ist Wasser. So, hier unten wollten wir noch Getreide machen. Da waren noch Kürbissamen. Ich weiß nicht, was es ist. Ich schätze mal, das ist Getreide. So, das machen wir jetzt hier erstmal unten alles hin. Da auch. Und da oben, da machen wir das jetzt mit Kürbis. Und Melonen. Ne? Die sollen ja auch sich ein bisschen gesund ernähren. So, dann machen wir erstmal hier Wasser rein. So, damit es auch schön gerade ist. Mehrmals hier was reinballern. So, zack. Es soll ja auch eine kleine, schöne Stadt sein. Ne? Nicht einfach nur so dahin geklatscht. Ne? Ich meine, wenn... Oh, jetzt habe ich mich vertan, ey. Jetzt, wenn ihr schon eine Stadt baut, ne, dann, und ihr dann sagt, hey, cool, ne? So, jetzt müssen wir erstmal hier wieder pflügen. Zack, zack. So. Oh, auf der anderen Seite auch noch. Das machen wir ganz schnell, oder? Ach, guck mal, dann geht es auch schneller. So. Zack, zack. So, zack, zack. So, und dann machen wir jetzt hier auf einer Seite, was machen wir jetzt? Wir machen das jetzt ein bisschen bunter gestalten. Das heißt jetzt, wir haben Kürbis und Melonen. Wir machen jetzt, eine Seite Melone, das war Melone, ja? Ne, Kürbisse. Wir machen jetzt hier Kürbisse hin. So. Und auf der Seite das gleiche, auf der Seite, dass das so ein bisschen hübsch aussieht, ne? So, ich weiß jetzt nicht, ob die dann... Die gehen da, glaube ich, hier an der Seite auch entlang, dass sie da auch ernten, ne? Da müssen wir drumherum auch noch so ein Dings machen. Und hier kommen Melonen rein. Melonen. Genau, ich müsste an der Seite auch noch machen. Die nehmen ja von beiden Seiten dies, das Gemüse. Da müssen wir an der Seite auch noch so einen Gehweg machen. So, zack und zack. So, jetzt müssen wir hier auch, glaube ich, auch noch machen, damit sie hier auch die Sachen ernten. So, das bedeutet, wir müssen jetzt nochmal einmal hier das Holz nehmen. Und dann geht es weiter sofort.
Zack, einmal hier einen dran machen. Nach da ziehen. Zack, dann macht er das von selber. Patsch, putsch. So. So, und dann Zweier haben wir gesagt, ne? So. So, hier auch ein Gehweg. Das werde ich auch noch ein bisschen verfeinern. Da mache ich noch Glasplatten hin, aber das machen wir jetzt erstmal hier die Gehwege, ne? Zack, zack. So, fertig. Hier auch. So. Also wir machen schon für die Dorfbewohner ein richtig schönes Design, ne? Das wird nicht, also, ne, sonst schämt man sich ja immer dafür, ne? Die Dorfbewohner. Das sieht ja manchmal aus wie, boah, als hätte aus den 70er Jahren einer das noch hier kreiert. Das ist ja schon, darum sieht man auch die so selten auf der Welt, die Dorfbewohner, weil die schämen sich schon und wollen gar nicht mehr wiederkommen, weißt du? So, jetzt haben wir, das sieht ja schon einigermaßen interessant aus. Achso, da muss man wieder den Gehweg machen. Patsch, patsch. So, und dann würde ich sagen, eine Seite machen wir noch dieses graue. Oh, da muss ich noch gleich ein Holz ändern. Ein graues machen wir hier noch. Und dann mache ich gleich hier schönes Glas hin. Den noch zu, dass wir jetzt hier einen separaten Aufgang haben. Hier auch, so. Da und dort. Und dort. Dann einmal hier noch einen langziehen. Und jetzt müssen wir nur gucken, ob die da auch wirklich jetzt ernten tun. Ich meine, bis jetzt sind die noch nicht gekommen gewesen. Ich hoffe, dass die dann irgendwann kommen, wenn ich das dahin abbaue. Das weiß ich ja nicht. Ne? Das ist ja die alles entscheidende Frage an euch. So, jetzt immer das hier wegschnuckeln. Fertig. Pam, pam, pam. Sieht ruckzuck. Na gut, ich höre auch Musik. Ne? Das ist ja wieder eine andere Sache. Aber ich werde jetzt bei diesen Videos, bei den Minecraft-Videos von Village, immer so ein bisschen Musik im Hintergrund. Das ist ein bisschen knackiger ist, weil sonst das immer so penne ich fast ein bei der Musik von Minecraft. Kriegst ja echt. So, jetzt haben wir hier schon mal so, sieht schon mal sehr interessant aus, ne? Und jetzt würde ich sagen, machen wir jetzt hier, nehme ich jetzt Glas, welches Glas nehme ich denn? Ihr wisst, ich stehe auf Dings, Türkis. Ich stehe auf Türkis, ich stehe dazu. Ich mag die Farbe voll. Also als Glas, ne? Nicht als Farbe so selber, ne? Würde ich mir nie an der Wand schmieren, so ein sowas. So, dann hier ein Glas machen. Ich glaube, das Glas mache ich gleich noch ein bisschen noch höher. Und dann so. Okay. Das sieht doch schon wieder. Und dann gucken wir mal, das ist dann. Daraus machen wir so irgendwie ein Einkaufszentrum. Minecraft, offener Markt oder Bauernmarkt. Minecraft oder mit Eingang, dann könnt ihr da reingehen und sich frisches Gemüse holen, ne? Selber pflücken. So. Den. So, jetzt haben wir alles soweit richtig schön. Also, jetzt muss ich nur gucken, hier vorne, da, also glaube ich, da mache ich auch noch Glas hin. Das soll sich ja ein bisschen abtrennen, ne? Okay. So. Dann mache ich auch noch bis da, bis da, bis dort. Und dann hier auch Glas. Okay. Und ja, hier auch. So, dann haben wir das hier, dass das so ein bisschen so aussieht. Das sieht ja, ne? Pa! So, das wird der Minecraft Aldi. Village Aldi. Es ist der Village Aldi. Hier kann man einkaufen, was man will, ne? Wenn es soweit fertig ist. Aber wir machen das noch ein bisschen schickele von außen. Das ist erstmal schon soweit. Der erste, zweite Tag im Minecraft Village, ne? Und ihr könnt reinschreiben, ja, die holen sich das Futter, wenn du die Sachen da wegmachst, ne? Also das muss ich alles so wissen, ne? Das erfahren wir alles zusammen. Also, ich wünsche euch viel Spaß. Und wie ich schon sagte, die Folgen werden dann nicht so lang. Das ist ja gut. Das war ein nächster Tag. Ein nächster Tag, was für ein Deutsch wieder. Das war wieder ein Tag in der Minecraft Village.